Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von 24 Rumme. Mit Helge. Aus dem Kalender 1423. Weltklasse, Spirituosen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Bitte lasst es uns nie wieder machen. Vielleicht auch noch eine Nische, die wir bedienen können. Guck mal, crazy Farbe, das ist ziemlich hell. Ja, aber ein bisschen trüb auch irgendwie. Ne? Schneller Tukan da drauf. Sehr schnell, finde ich. Oh ja. Tukan. Was haben wir denn da? Rum Nummer 4. Rum Nummer 4 an Tag Nummer 15. Klingt mir sehr plausibel. Machen wir hier noch ein paar Gluck-Gluck. Nee, macht nicht Gluck-Gluck die Flasche. Ja, jetzt sind da noch mal kurz nah dran. Sehr heller Rum. Es hat jetzt so weird angefangen, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ja, ich weiß auch tatsächlich nicht. Es ist the wild flavor of French. Guyana. French Guyana, ja gut, das macht auch Sinn, kennt man ja. Der kommt, ja, es ist auch irgendwie alles französisch. Gar nicht. Ja, 40% Alkohol. Ihr Lieben, ist überall. Wie ist das passiert? Rieche ich wieder wie so eine Schnapsleiche. Ja, gut. Ein bisschen trüb. Findest du trüb? Ja, stimmt. Die Gläser sind natürlich auch nicht poliert. Ist es? Doch, klar. Ist es, Ach, ist aber lecker. Natur drüber rum. Man kennt's. Wenn man sehr viel redet, dann kriegt man eine Pfeife nicht an, ne? Mir kann's laufen. Ich probiere schon mal. Und das. Die Leute sitzen wahrscheinlich auch effektiv da. Gruß geht nochmal raus an Rüdiger. Dann sitzen wahrscheinlich da. Oh, kommt doch zum Punkt! Ja, ist echt so. Wir müssen ein bisschen was rausschneiden, denke ich. Oben hat sich Pfeifenrauch gewünscht. Ist das denn eigentlich. Das Kochbuch ist scharf, ne? Haben wir das eigentlich auf Continuous Autofokus? Mm, ja. Oder sieht das hier wieder nur so aus? Nee. Aber nee, jetzt hat er Human Track. Aber jetzt hat sie uns, die Zelda. Wir haben eine neue Kamera, die Zelda. Wir nennen die nur Zelda jetzt erstmal. Und habt ihr vielleicht mitbekommen, so ein bisschen, ja, ein bisschen Probleme zu gehabt. Weihnachten. Achso. Upgraded, dachte ich. Ah ja, upgraded, ja, aber wir sind noch nicht geschenkt bekommen. Hier. Du bist das eigentlich, das ist auch im Frame die ganze Zeit, ne? Ja, mach das. Das ist okay. Das findest du, das da dich stört ein, das, ne? Da könnten wir auch einen Teppich. Du fandest da, wahrscheinlich auch das Lugelar-Video, was ich dir gerade gezeigt habe, richtig blöd, ne? Wir haben doch da so einen Teppich, wir könnten doch da so einen Gobelin hinhängen. Ja, mach doch. Wir haben keinen Gobelin. Mach doch schnell. Der ist doch vom Sperrmüll. Kurze Pause. Ja. Nee, hey, wir. Doch, jetzt mach das kurz und dann sagen wir durch die Magie des Videoschnitts. Nee, machen wir nicht, ne? Das müssen wir nicht. Nee, das ist wild. Die Magie des Videoschnitts, oder? Hast du schon probiert, oder? Ich kann meine Pfeife auch einfach nicht ans Laufen, weil wir immer reden hier bei diesem Video, ne? Mein Gott. Das riecht sehr fruchtig, das habe ich schon gesagt. Warum rauchst du eigentlich Pfeife? Was gibt dir das? Pfeife rauchen, außer die, tatsächlich. Die Vibes einer 60-Jährigen. Vielerlei. Ja, es ist. Ich habe schon immer. Oder seither, also schon immer natürlich nicht. Jetzt in der Blendung machen, der Bildschirm, so wie bei Seven with us Wild, und Knossi hat ja 7 Zigaretten dabei. Ja. Jetzt zünden sich ja jeden Tag einer an wie so ein Junkie, ne? Okay. Dann wird immer so eingeblendet, so tut euch das nicht an, fangt nicht an zu rauchen. Ach, krass, und es ist wirklich, als wäre er so ein Drogensüchtiger. Ja, aber das ist tatsächlich, muss ich sagen, das ist was anderes. Ich dachte jetzt, meinst du, dass der Bildschirm so verschwimmt und dass man mich erstmal sieht als kleinen Jungen? Aber so, ja, das können wir auch machen. In so einem 30er-Jahres-Setting. Hast du noch Footage von früher? Ich habe, nicht um wieder auf die Kindheit zurückzukommen, aber ich habe schon seit dem Abi tatsächlich Zigarren geraucht. Immer. In der Abi-Zeit schon. Mit Abi. Ist man 18 schon mit Abi? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe 17 die Ausbildung angefangen. Also muss man mit Abi 18 geraucht. Ja. Und dann kam jetzt vor ein paar Jahren Pfeife dazu. Und beides ist tatsächlich so eine. Es geht eher um das Ritual, muss man sagen. Ja. Und es geht darum, dass du. Ihr habt es jetzt mitbekommen. Das funktioniert so nicht, ne? Weil ich jetzt was anderes mache. Wenn du eine Pfeife oder eine Zigarre hast und die rauchst, dann musst du dich darauf konzentrieren, weil sonst funktioniert es einfach nicht, ne? Und es ist wirklich so, dass sie. Wir reden hier nicht von Health Benefits oder so, aber es ist tatsächlich so, dass du bei Pfeife zum Beispiel kannst du effektiv nur rauchen, wenn du so eine gewisse Atemtechnik hast, die dich absolut beruhigt. Okay.
Also wenn du wütend bist oder sauer oder im Stress, dann kannst du das sofort sein lassen, weil dann wird die zu heiß, dann wird es bitter, dann wird es sauer. Das funktioniert nicht. Und manchmal bringt einen das halt runter, ne? Muss man sagen. Sollte man natürlich nicht machen mit Drogen, Leute, das ist genauso wie mit Alkohol. Aber ich habe leider das davon abgesehen, das Buch ist die meiste Zeit scharf. Es tut mir leid, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber. Wir haben einen Human Track an. Ja, ja, das geht. Kennt ihr uns heute wieder? Darf ich den jetzt noch beenden, meine emotionale Geschichte? Ja, natürlich. Mein Gott. Es ist natürlich nur ein Ritual und man kann das auch anders machen, sicherlich, aber irgendwie gefällt mir das und schmeckt natürlich auch länger. Und bei beiden, Zigarre und Pfeife, ist es tatsächlich, dass es entweder aromatisiert oder halt so ausgearbeitet ist, dass es halt ein gewisses Aroma hat. Zigaretten sind ja wirklich eher nur so Mittel zum Zweck, ne? Ja. Und voller Zeug. Das ist halt bei Zigarren nicht so. Voller Teer. Ja, voller Zusatzstoffe, die einen auch abhängig machen, ne? Ja. Das Zigarren, die da Zigarren extra rein, nein. Ne? Zigaretten nein, Pfeifen und Zigarren ja. Das machen die da extra rein. Außer ihr seid noch unter 18. Zusatzstoffe. Ja, ja, ja. Aber ist auch nicht mehr, ist dann nicht mehr so, ist wie früher. Mehr. Früher haben die coolen Kids geraucht. Das macht heute keiner mehr. Nee. Das ist alles, nee, macht niemand mehr. Ist auch gut so. So, jetzt aber. So, fangen wir mal an. Tag 15. Kleine, zurück kleine, zu Tag 15. Kleines Intermezzo zum Thema Rauchen. Und Seven Worlds Wild. Wir wollen ja die ganzen Algorithmen triggern. Wenn wir jetzt auch 3 Millionen Videos... Hey, können wir auch reinschreiben jetzt. Ja, alles. Wahnsinn. Da musst du vielleicht nochmal ran an die Videos. Ist ja besser bei YouTube. Mit dem Vertaggen. Hast du das schon probiert? Ich hatte es schon probiert, ja. Ich habe mir noch einen Schluck übrig gelassen. Boah, weiß ich nicht irgendwie. Ich finde den... Wir sind halt unterschiedlich. Ich finde den wieder lecker, weil er so mild ist. Ich finde das auch. Der erste war so scharf und hat wieder überall gebrannt. Also dieser Alkoholbrand. Und der hat 49, ne? Nee, 40. Ne? Ach, 40. Ja, 40. Perfekt. Schmeckt mir ausgesprochen gut. Sehr fruchtig, sehr mild. Leguan. Tukan. Tukan. Tukan, 40%. Das ist meiner. Ja, mag ich. Das. Ich finde so ein bisschen exotische Frucht, ne? Ja. Er ist auf jeden Fall weniger Vanille und mehr Frucht. Weniger gemütlich und mehr frisch. Sag ich mal. Wo kam der her? Also Südamerika offensichtlich. Was hatten wir nochmal? French Guiana. Wo ist denn das? Französisch Guiana. Das ist eine Insel wahrscheinlich. Ja. In der Karibik. Ja. Ich guck das nach und blende wieder wild diese Karte ein. Du blendest da alles, was falsch ist, dann aus. Alles, was falsch ist, wird overdubbed. So, Freunde. Tukan. Ich gebe dem 5, ne? Tukan. Der kriegt 5 bei dir. Ja, weil ich finde den... Kriegt eine 4. Doch, da kann ich mehr... Da könnte ich mehr von trinken jetzt. Und das finde ich gut dann natürlich. Der brennt nicht. Aber siehst du dich damit am Kamin zu Weihnachten jetzt? Nee, zu teuer. Der Kamin, ne? Ja. Seh mich nur der Rum. Seh mich damit nur mit dem Rum. Ja. In der Kuscheldecke. Ja. 4 kriegt er. So. Siehst du, so einig waren wir uns noch nie, Helge. Herzlichen Glückwunsch. Sollen wir uns jetzt hier? Ja, so einig waren wir noch nie. Schön, schön. Mauer. Leute, das war gut. Das war gut. Stimmt, so einig waren wir uns tatsächlich noch nie. Wir können die ja mal übereinander legen, farbig. Ja. Ganz zum Schluss. Mal gucken, wo wir Tendenzen haben. Die passen. Das den trinken wir dann nochmal zusammen. Ja. Da holen wir uns nochmal zusammen eine Flasche. Eine große. Dann machen wir einen Livestream. Die kriegen wir dann gesponsert. Erzählt ihr, oder? Ja, klar. Dann machen wir einen Livestream und dann erzählen wir nochmal ein bisschen vom Fake-Kamin. Was haben wir jetzt hier schon wieder? 11 Minuten. So, genau. Deswegen hören wir jetzt mal auf. Leute, das war sehr lecker. Wir trinken den Rest noch aus. Und ihr schaltet schon mal ab. Dass ihr euch das angucken musstet. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zum 16. Türchen in alter Frühlingsfrische, in alter Adventsfrische. Wir haben ja noch Herbst. Dafür hassen mich auch alle im Büro. Mach's gut, Leute. Bis denn war. Brauchen immer noch so ein bisschen zum Schluss so Gequatsche, dass wir so diesen. Ja, tatsächlich dieses ganze Zeug, was ich da. Ich weiß gar nicht mehr, wie beende ich die Videos immer? Gar nicht. Gar nicht. Ist einfach.